Ziua Independenței este sărbătorită și de cetățenii care muncesc sau studiază peste hotarele Republicii Moldova. Locuitorii din Zurich au fost întrebați de o elevă a școlii Guguță din acest oraș elvețian ce cunosc despre țara noastră. Trecătorii au fost provocați să asculte imnul Republicii Moldova și să spună cărui stat îi aparține. Care au fost răspunsurile, vedeți în continuare. Keine Ahnung. Eine Vermutung. Oh, ich kenne die Fahne nicht. Du kennst du die? Rumänien. Rumänien? Kann das sein? Moldau. Wow, bist du gut. La Mulzal. Moldau. Es ist eine Hymne von einem Land. Zu welchem Land gehört diese Hymne? Ach so, von Rumänien. Das kommt von Rumänien. Welches Land hat noch diesen Flag? Ja. Oh, Rumänien. Es ist ähnlich wie in Rumänien, genau. Moldawien. Das tönt sehr russisch eigentlich. Das tönt sehr russisch für mich. Ukraine ist es nicht. Portugal auch nicht, oder? Nein. Ich weiß es nicht. Die Farbe, also die Farbe ist Moldawien oder Rumänien, Moldawien. Moldawien, alles klar. Was für eine Muttersprache haben wir? Ihr spricht Moldawisch, das ist mit Rumänien, das ist dieselbe Sprachgruppe. Soweit ich verstanden habe, also es ist auch eine lateinische Sprache. Ich glaube, eure Heimatstadt heißt Chișinău. Unii cunosc și informații din istorie. Es ist ein eigenes Land. Es war mal Teil von Rumänien, es hat Unabhängigkeit bekommen. Lomulț an Rimba Lomuna, la Muitai, Moldova. Provocarea a fost pusă la cale de școala Guguță din Zurich, acreditată și recunoscută de Ministerul Educației din Elveția. Aceasta este susținută de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.